Herzlich willkommen zum nächsten Castlevania-Part. Und ich freue mich schon gleich wieder. Nein, macht keinen Unsinn. So, da wollte ich euch doch schon mal zeigen, dass wir hier auch weiterkommen. Komm schon, da kommen wieder die roten Meermänner. Ja, komm. Ja, spawnt doch gleich noch 199 Mal weiter. Das ist ja lebensbedrohlich. So, wir sind da. Jetzt auch schön überleben. Und keinen Unsinn machen. Naja, ob wir... Mach keinen Mist mit der Fledermaus. Das ist mir jetzt egal. Nein, Freunde, das machen wir nicht mit. Ich habe hier gesafe-stated. Und das auch nicht ohne Grund. Ne, das tue ich euch jetzt nicht nochmal an. Nicht mal nochmal den ganzen Weg. Nein. Das tue ich meinen Zuschauern nicht an. So, komm, mach hin. Beweg dich, Simon. Simon sagt. So, Versuch 2. Was die Health angeht, sollte das passen. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Ich will nur in den nächsten Level. So, jetzt haben wir sogar keine Energie verloren. Wir sind da. Au, neue Musik. Wir sind diese unglaublich nervtötende Musik los. Aber ich glaube, den Song hat man doch schon. Oh, rote Blubberbläschen. Oh, wir gehen das ganze Spektrum der ganzen Farben durch, meine Güte. Ach, haben wir jetzt hier so ein Logik-Puzzle? Ich glaube, das war nicht gut. Kann das sein? Ach, da geht's weiter. So, was sagt ihr denn? Welche Truhe sollen wir nehmen? Komm. Naja, hätte schlimmer kommen können. So, wo geht's denn da? Habe ich noch einen Schlüssel gekriegt? Naja, gut. So, wie dem auch sei. Da ist aber nichts mehr, ne? Nicht, dass irgendwo noch gleich sofort der große Schlüssel versteckt ist. Jetzt kommen die auch noch per Albatros Air. Ja, super. Ah, wie gut, dass der gute alte Dracula auch dran gedacht hat, was passiert, wenn es einen Pilotenstreik gibt. Ja, seine komischen Goblins kommen an, ich freue mich. So, ist mal gut hier. So. Das ist also egal, was da passiert. Das ist jetzt mal wurscht. So, ich will aber vor allen Dingen wissen. Ha, stimmt, die können ja springen, wie sonst was. Ich dachte, ich wollte die jetzt austricksen. Ja, von wegen. Also spielen wir jetzt ein bisschen Tetris, habe ich so das Gefühl. Dann mache ich mir, dann würde ich mir die Brücke kaputt machen. Den kann man nicht zerschlagen. Schlüssel habe ich nicht. Der geht auch nicht zu Bruch. Ja, sollen wir uns mal tatsächlich die Karte angucken? Ach, das ist ein gerader Level. Na super. Sind das die Stages, wo irgendwie die vom Design technisch nun wirklich keine große Lust hatten? Oder ging auch vielleicht Dracula so die Ideen aus? Tja. Deswegen, da war wahrscheinlich seine Blutarmut-Zeit oder so. Da war er wahrscheinlich... Ihr seht, was uns fehlt, ne? Da ist der Level zu Ende. Ja, wo ist denn der Schlüssel? Ja, na Ruhe. Das können wir natürlich nicht zerschlagen. Da kommen wir jetzt auch gar nicht mehr zurück, ne? Super. Also ich, soweit ich das auch weiß, nicht, dass ich jetzt total falsch liege. Was ja in diesem Let's Play total selten wäre. Soweit ich weiß, kriegt man das auch nicht, wenn man irgendwelche Monster tötet. Ne. Genau, da kommen wir nicht hin. Schön! Aber wir sind ja noch gar nicht gestorben. Nein, dieses Spiel ist nicht unbedingt lebensbejahend.
sollten sich depressive Menschen, glaube ich, nicht ansehen. Er stirbt die ganze Zeit. Das Ende ist nah. La la la. Ich bin ein Emo. Das ist der Schlüssel. Ihr habt's gesehen, ne? Ihr habt's gesehen. Das ist ein Traum. Das ist echt ein ganz böser Fiebertraum. Was hast du im Angebot? Naja, so toll ist das nicht. Wir kennen das ja. Na komm. Dafür möchte ich aber jetzt den Level beenden. Spielt's ja gar nicht heroisch. Nein. Das finde ich aber doof. Ja. Freunde. Ich glaube, es hängt. Ich glaube, es hängt wirklich. Also eins muss man Dracula lassen. Also irgendwie Sorgen im Human Resource Management hat er nicht, ne? Ich glaube, da gibt es irgendwie genug Leute. Kommen Sie heute zum Schloss Transsilvanien. Sind Sie ein kleines, unekliges Monster? Haben Sie keine Freunde? Will man Sie nicht einmal mal bei Facebook liken? Dann werden Sie doch Monster beim lieben Vlad. Bezahlung bar. Oder im Blut. Weißt du was? Wir kämpfen gar nicht mit diesen... Ach du meine Güte. Es geht ja so weiter. Ja, falsche Richtung, du Hornochse. Simon, das andere rechts. Naja gut, immerhin starten wir gleich mit vernünftiger Lebensenergie. Die müssten wir doch eigentlich... Ach, der schießt diagonal. Ja, wäre auch zu einfach sonst. Naja gut, aber das ging ja noch relativ human. Wollen wir uns tatsächlich mal die Karte angucken? Naja gut, ist auf jeden Fall nicht ganz so linear. Das ist ja schon mal etwas. Der rote Punkt sind wir, ne? Ach so, wir können uns die Karte nur bestimmte Male angucken. Die ist gar nicht unendlich. Nicht nur, dass die Karte schlecht ist. Die ist auch extrem limitiert. Ja, ist wahrscheinlich ein kostenpflichtiges App. Mein Gott. Also eins muss man den Leuten hier lassen. Also. Wenn es mal richtig schwierig sein soll. Was ist das denn? Ihr seht das auch, ne? Da waren wir doch schon. Kann man da irgendwo hin? Nee, da kann man doch gar nicht hin. Was ist das denn für ein Scherz? Ja. So kann ich dich schön austricksen, aber... Also ich meine, hier gibt es auch keine Gegenstände, die uns groß weiterhelfen. Ja. Da komme ich auch nicht hin. Die Karte haben wir nicht mehr. Da können wir gar nichts zerschlagen. Das haben wir zerschlagen. Dieses Spiel erreicht langsam das Niveau eines Ninja Gaiden, glaube ich. Ja, was mache ich denn jetzt hier, Freunde? Also ihr stimmt mir zu, dass wir hier nur drei Screens sehen. Und ich kann euch versprechen, der Level ist länger. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass der länger ist. So, kann ich denn hier irgendwas zerschlagen? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier irgendwo rein? Nee, kann ich auch nicht. Den kann ich nicht zerschlagen. Den kann ich auch nicht zerschlagen. Kann ich da irgendwo rein? Also, ich kann da rein. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt das auch gesehen, ne? Ihr habt das auch gesehen. Dieses Spiel ist ja Wahnsinn. Dieses Spiel ist ja der blanke Wahnsinn.
Und frag mich jetzt nicht, wie ich den Tunnel betreten habe. Ich habe ihn jetzt irgendwie betreten. Na komm. Wenn das Spiel schon nicht fair ist, muss ich es auch nicht sein. So. Da waren wir, ne? Da kamen wir her. Also gehen wir mal einfach in diesen Tunnel. Wenn ich es Hauptsache nochmal reproduzieren kann. Das wäre nämlich ganz schön, dann konnte ich ja nicht mehr sagen, wie es geht. Unglaublich. Ducken und hoch, tatsächlich. Das war doch in irgendeinem Castlevania auch sowas. War das nicht auch in Simon's Quest? Wie so ein Unsinn? Das ist die Karte, ja. Du kannst mir mal... Vor allem das Lustige ist ja... Das wisst ihr ja selber auch noch. Wir brauchen ja auch noch den bekloppten Schlüssel. Das wäre ja alles kein Thema. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass der Level tierisch gefährlich ist. Das ist er ja nun nicht gerade. Wenn man sich hier nicht ganz total dämlich anstellt, kann man hier relativ lange überleben. Aber das Labyrinth ist stark. So. Wir gehen mal da rein. Ich befürchte, in diesem Part werden wir den sicherlich nicht durchspielen können, dieses tolle Labyrinth. Aber immerhin wissen wir schon mal, wie es geht. So, hier haben wir alles abgeräumt, ne? Genau. Hier sind wir wieder am Anfang. Dann gehen wir jetzt mal an die Seite. Wir müssen uns ja auch immerhin merken, wo der Schlüssel ist. Wäre schon mal schön, wenn wir den finden würden. So, den haben wir auch schon hier alles abgeräumt. Da wir ja auch schon alles abgeräumt haben, gehe ich davon aus, das bringt uns gar nichts. Wo kommen wir denn hier hin? Aha, hier waren wir noch nicht. Wir haben den Dietrich. Was bietest du uns an? Schwarze Bibel. Eigentlich dürfen wir... Wir haben keine schwarze Bibel eingesammelt, weil hier kaum etwas ist. Sind wir im Geschäft. Das ist das Kreuz. Mein Freund. Du oder ich. Ja. Verkaufst du mir das nochmal? Nee, ne? Du hast nur eins auf Lager. Ich hasse dich. Gut, aber dann müssen wir irgendwo hin. Also da... Vielleicht ist da unten der Schlüssel. Dass es diesmal jetzt ganz trickreich ist, dass es direkt vor der Tür ist. So, ich mache ihn mal eben kurz platt. Werde ich nicht, das hat eh keinen Sinn. Hier waren wir auch noch nicht. Genau, hier ist kein Schlüssel. Da sind wir wieder am Anfang. Ja. Also so funktioniert das nicht. Ich glaube, wenn ich hier aber ein paar Mal rumeiere, dann kenne ich mich, glaube ich, sogar aus in diesem tollen Dungeon. Und wenn nicht, kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass ich definitiv das mit Sicherheit mal offscreen ausprobiere. Dann braucht ihr ja nicht sehen, wie ich ziellos durch die Gegend hier renne. Also spannend ist das ja noch nicht gerade. Ich meine, wie gesagt, ihr seht, also so gefährlich ist das Level nicht. Das ist eigentlich ganz gut im Hinblick auf den Endkampf. Da könnte man also, wenn man den Level richtig begriffen hat, auch mit viel. Das ist ein Witz, ne? Warte mal, wir nehmen... Ist der Block dann wieder da? Nein. Das ist ein Albtraum. Ich will dich auf jeden Fall mal platt machen.
Ihr habt wahrscheinlich auch vermutet, so wie ich, ne, dass da der Schlüssel ist. Aber wie wir sehen, kommen wir gar nicht dran. So, das ist erstmal erledigt. Ja, da ist nichts. Da ist auch nichts. Toll. Das Lustige ist, jetzt wissen wir gar nicht... Ach, jetzt sind wir sowieso tot. Wisst ihr was? Das ist eine schöne Gelegenheit, um hier einen Cut zu setzen. Wir sehen uns gleich im nächsten Part. Und dann hoffe ich, dass wir nicht total blind durch dieses Labyrinth rennen.